Hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play 7 Days to Die. Oh, ein Schwein. Frage ist, wer mit dem fertig? Warum? Und ich viel Money. Hab ich ja Bock. Wir sind jung und brauchen das Fleisch tatsächlich dringend. Dringend. Was ist denn jetzt hin? Da. Uns vergessen. I like it. Ich mag dich, Herr Schwein. Sieh, dummes Schwein. Ich hatte schon Sorge, dass wir nicht mit dem fertig werden. Nur jetzt. Nice. Oh, das war gut. Haben wir Skillpunkte? Wir haben einen Punkt. Wir machen direkt den Jägersmann. Kriegen wir direkt mehr raus aus dem Schwein hier. Nice. 34 Fleisch. Ich liebe alles. Zombie. Wir gehen. Tja, aber eine Eisenader habe ich jetzt ja auch nicht gesehen. Wie machen wir denn das? Weil tatsächlich, um den Gedanken mal zu Ende zu führen, den wir beim letzten Mal angefangen haben. Ich weiß, ich springe immer beim Sprechen. Ich spreche immer schneller, als ich denke, und dann habe ich den Gedanken wieder vergessen. Lohnt es sich überhaupt, hier in dem Guffelbiom zu wohnen? Weil das ist ja jetzt nur, das ist ja genervt. Das ist jetzt hier dieses kleine Kackdorf. So. Jetzt haben wir hier gesehen, da geht direkt gen Norden nochmal was los. Ob wir dann direkt ins verbannte Biom einziehen wollen. Da ist Eisen. Da könnten wir hinziehen. Wäre auch nicht so weit weg von Tre direkt. Und hätte halt. Ist halt ein. Ja, High Risk, weiß ich nicht. Aber dadurch, dass das halt dieses höhere Biom ist, würden dann, wenn wir da wohnen und verteidigen, die Horden sowohl schwieriger werden als auch bessere Belohnungen geben. Also, weil was die Zombies so zum Beispiel droppen, das ist ja auch abhängig vom Schwierigkeitsgrad, der gerade herrscht. Und das wäre da natürlich höher. Wäre auch ein Eisenklops. Direkt neben Trader Rekt. Keine schlechte Position, so. Denken wir nochmal drüber nach. Wir müssen erstmal nach Hause kochen, trinken, essen. Essen, trinken, Zuppi, Fö, Portemonnaie, Etui. Pfeile brauchen wir noch mehr. Pfeile brauchen wir noch mehr. Pfeile, 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 Pfeile. Hey. Ein Pfeil. So. Brauchen wir nochmal Steine. Ach genau, da haben wir auch drüber gesprochen beim letzten Mal. Boah, ist alles voller Soldaten. Machen wir nicht. Das machen wir mal nicht, Leute. Das machen wir mal nicht. Oder? Nö, machen wir nicht. Habe ich mir so überlegt, dass wir das nicht machen. So, Stein. Ich werfe den. Gib mir einen Stein! Der hat mit meiner Frau gefickt! Na, welcher Film? Alt. Ich bin so alt, wenn ich so Sachen zitiere und dann dran denke, wann ich den Film das erste Mal gesehen habe und dann denke, wie lange das her ist. Und fällt mir auf, ich bin alt, Leute. Ich bin auch alt. Oder seid ihr noch jung? Seid ihr jung geblieben? Ich bin jung geblieben. Man sagt ja eh, ne?
Jungs werden 8, danach wachsen sie nur noch und die Spielzeuge werden teurer. So, haben wir noch ein paar Steine wieder am Stissel. Stissel, Dissel to the Fizzle Nizzle. So, die in den Dosch tun. Benutzen sie. So, und dann brauchen wir ein verkohltes Wildbret. Ach, für das gegrillte Fleisch brauchen wir den Kochgrill. Man bricht es mal hier ab kurz. Dann macht es wieder. Kurz. So. Stehen wir 6 Minuten, 6:30. Können wir hier nochmal auffüllen. Den Bums. Zack. Zack, zack. Achso, guck mal, wir haben noch einen Chili. Chili haben wir auch noch. Irgendwie noch. So, das warten wir kurz. Nehmen wir uns hier so einen Tee mit. Wir gucken mal auch uns gleich um, ob wir irgendwo einen Schluck Wasser aus der Leitung nehmen können. Aus der Gegend. So, das ist nämlich auch hier so ein Achievement-Gedöns. So ein verkohltes Fleisch zu produzieren und eins zu essen. Zack, gucke. Hat nicht funktioniert. Eat-Chart Meat. 2 brauchen wir. Wir müssen 2 verkohlte Fleisch. Warum das denn? So viel Hunger habe ich gar nicht auf verkohlte Scheiße. Hanno, ey. Mal. Warum denn 2? Finde ich unangenehm. Gekochtes Fleisch ist auch noch gesperrt. Punkt Level 8 für. Ach, der ganze Tag geht weg. Ja, wobei, wir sind jetzt erstmal, haben wir jetzt erstmal keinen Hunger mehr. Wir essen das gleich, wenn wir nach Hause kommen. Machen wir so. Lasst uns mal. Schon wieder 16 Uhr. Grundgütiger. How the time flies. Mit so nischt. Mit so nischt hier im Spiel. Oder Lumpen. So. So, wir wollten auch einen Tropfen Wasser trinken. Gibt's hier was Lohnendes? So aus. Für die Bonnet-Erfahrung. Gibt's hier irgendwo einen Tümpel oder irgendwas? Aha, guck mal. Nehmen wir mal den guten alten. Aha. Den guten alten Briefkasten Doppel-Loot-Trick. Ja gut, dann trinken wir halt nichts. Jetzt davon. Dann müssen wir unseren Tee trinken. Von gerne Tee. Zack, auf, zu, offen. Grill. So. Schnapshaufen. Sehr gut. Trübes Wasser drin im Schnapshaufen. Hallo? Hallo? Ich will nicht stören, die Tür stand offen. Haben Sie einen Moment Zeit, um über unseren Gott und Erlöser Jesus Christus zu sprechen? Na gut, ich lasse Ihnen einfach eine Broschüre da, okay? Ich würde jetzt wieder gehen. Spitz nicht, Leute. Ich glaube, es ist einfach keiner zu Hause. Können. Alles ausplündern. Dann trotzdem, du Arschloch! Tot. Noch einer. Ui. Nee, doch nicht. Dachte kurz, wäre ein Holzfäller. Na ja, gut. Dann bin kein Jesus Christus für dich. I will send you to Jesus. Dann ja doch. Batz! So nämlich. Schuhe. Ein Leder. Nice. Auf. Oh, die weite, weite Welt. So.
Klingt nach mehreren Leuten. Hallo? Erstmal ins Auge gestochen. So, dann die Zähne ausschlagen. Aus Infektionsschutzgründen. Okay, 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 okay. Nimmt ja schon so langsam Fahrt auf mit den Fäustchen, oder? So, was ist das hier? Fertigkeit von Schrotflinten. Ja, können wir machen. Erntewerkzeuge, sehr gut. Speere. Ist eigentlich... Aber das ist einfach das Geld nicht wert für den Taschenplatz, ne? Dann lerne ich es halt einfach lieber. Gibt ja auch ein bisschen Erfahrung und, vielleicht brauchen wir ja doch mal einen Speer. Aus mir nicht bekannten Gründen. Weiß man nicht genau. Kann man? Kann man. I love it. Kerzen hänge ich immer ja nur auf. In Wohngebieten. Ja. Okay. Ist er jetzt hinter mir runtergefallen? Frech. Fiese Falle. Schön in den Arsch boxen. Aua! Hat ja was Speed umgedreht, der kleine Mann. Weltmeister im Round Turning. Ich finde das ermüdend, ehrlich gesagt, dass das immer passiert. Passiert einfach so oft, dass es langweilig ist und ermüdend. Diese Runterfallung. Na. Den konnte ich mich jetzt auch wieder nicht anschleichen. Aber ins Bein stechen konnte ich ihm. Jetzt schneidet er mir den Weg ab. Oh, daneben. Au. Können wir nicht daneben. Hey, kannst mir nicht den Weg abschneiden. Unabschneidbar. Komm. Da liegt die nieder. Und nicht hauen. Komm her, du Boy. Wo bist du? Jetzt findet er keinen Weg zu mir, ne? Du hast einen Freund in mir. Hast du nicht? Ich hasse dich. Geben Sie mir den Tornister. Geben Sie mir den Hauptloot. Medizin, sehr gut. Munition, sehr gut. Shamway-Kiste, sehr, sehr gut. Sollen wir eigentlich schon... Ich weiß, das lohnt sich immer erst später eigentlich, ne? Hier so eine Runde Lucky Looter. Achso, wir haben überhaupt keinen Skillpunkt. Vergiss it. Vergessen Sie's. Weil Lucky Looter, also ich habe das ja früher auch immer gerne gleich von Anfang an geskillt, weil... Loot, aber vom Prinzip her lohnt sich das am Anfang gar nicht, weil das ja prozentual erhöht, glaube ich. Ja, Beutebonus um 5%. Und gerade am Anfang, wo sehe ich es hier? Hier Stadium 6. Das heißt, wir wären dann bei 6,03. Also wirklich... Kumpelmasse, I like it. Oh, und Verbände, nice. Ne? Also lohnt sich halt wirklich wenig am Anfang. Oh, da hätte ich vielleicht aufs Bett springen wollen. Naja. Wir müssen noch ein bisschen mehr Plastik verkloppen, Leute. Wir machen das zu wenig. Kloppen zu wenig Plastik. Was ist denn mit diesem Einkaufswagen dort? Oh. Reifen auch immer gut. Aber wir brauchen verhältnismäßig viel Plastik für einen Tausammler. Der Tausammler würde uns souverän mit Wasser versorgen. Mmh. Dabei fällt mir direkt ein. Ich habe doch extra den Briefkasten vor dem Reset einmal gelootet. Und dann war ich nach dem Reset nicht nochmal dran. Ich bin einfach nicht gut genug für den Doppelloot-Trick. Nicht mal bei Briefkästen. Bessere Rüstung, I like it. Die Rüstung am Rüsten. Nochmal Rüstungsbuch. Scheinen hier ein Abo gehabt zu haben, die Leute. Rüstungsbuch-Abo. Abo. Tschüss. Keine. Sollen wir... Das ist immer die Frage, die man sich stellt. Ne? So.
Sollen wir das jetzt hier machen, die Looterei? Oder sollen wir einfach die Quest abgeben gehen? Ah, guck mal. Guck mal, zerstörte Werkbank ist natürlich. Also natürlich ein Geschenk. Also, das ist ja nur ein Geschenk. Poppenpilz-Dings. Eine Werkbank, wo ein Dings drin sein kann. Hier, die Sorte Buch, die wir haben. Ein Reifen. Haben wir gerade drüber gesprochen. Plastik brauchen wir. Und, na gut. Oh, auch Plastik drin. Sehr gut. Ach, guck mal. Verkohltes Fleisch. Hier nochmal Plastik. Eine geile Pass-and-Gas-Kiste. Huch. Darf ich nicht hoch? Komm ich da ran? Ja, gut. Dann reicht mir das. Dann reicht mir das. Gut. Ja, ist doch gut. Ich bin mit so Mods gerade im. Also mit so Mod-Bauplänen bin ich immer gerade im Singleplayer. Weiß ich nicht. Weil tendenziell brauche ich die Mods ja nur einmal. So. Da komme ich doch besser bei weg. Was soll ich denn bauen selber, die ganze Scheiße? Weil andererseits muss es. Oh, guck mal. Polizeiauto. Die sind heutzutage auch spannend. Tendenziell musst du es ja dann auch erstmal finden. Und selber bauen kann man halt einfach. Haben wir hier schon? Achso, hier waren wir schon. Okay. Was ja nicht verkehrt ist. Aber da bin ich jetzt. Da muss ich mal ganz ehrlich sein jetzt noch mit euch. Geländefahrzeugscheinwerfer ist mir jetzt nicht wichtig genug, um mich da nicht über das Geld zu freuen, was mir der Mann gibt. Unser alter Kumpel, direkt. Ne? Ich glaube nämlich lieber das Geld, wenn es jetzt vergrößerter Fahrzeugtank gewesen wäre oder so. Hätten wir darüber sprechen können, hätten wir eine Abstimmung machen können, hätte ich mir in die Bank gelegt und dann hätten wir in 2 Wochen, hätte ich dann gesehen, was ihr wollt, und dann hätten wir es gelernt. Aber so verkaufe ich einfach. Dachte, ich hätte was gehört. Habe ich aber nicht. Nichts habe ich gehört. Alles leise. Ich hätte gerne Hintereingang. Aber jetzt auch nicht. On the other side auch not. So, ich glaube aber heute Nacht machen wir dann Aufnahmepause. Dann kommen wir vielleicht auch mal in den Rhythmus mit kürzeren Folgen. Oh, was ist das denn passiert? Na gut. Holz. Weil ich nicht wüsste, was ich groß machen kann heute Nacht hier. Ein bisschen Wasser. So. Geben Sie mir einfach kultes Fleisch. Nom nom nom. Und trinken Sie einen roten Tee oben drauf. Da wir ja keine Wasserquelle gefunden haben, heben wir den gelben Tee auf. Den roten Tee. Kaffee heben wir auch auf. Hundefutter können wir tatsächlich auch aufheben, versuchen. Weil brauchen wir nachher fürs Lernelixier. Können wir so Sachen ja schon mal aufheben. Solange wir es nicht essen müssen. Wenn wir jetzt natürlich gleich wieder am Hungertod krapfen, dann müssen wir natürlich anfangen, so Sachen schon mal zu essen. Aber solange wie das nicht der Fall ist, müssen wir das ja. Können wir versuchen, so Sachen schon mal aufzuheben für später. Ich hebe auch das Chili, würde ich gerne aufheben. Da kann man ja später Chili-Hotdog draus machen. Natürlich geiler. Geiler, als so eine Dose Chili aufzukratzen und zu essen. Warte mal. Hat direkt einen Modplatz. Nice. Erhöht Schaden, Reichweite und Zielgenauigkeit. Nice. 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 Jetzt wird geböllert, Leute. Nice. Ich bin das Gesetz. Verschwende jetzt natürlich nicht die paar Muni, die wir haben. Und den dahin. Bitte euch. Brauchen wir eventuell fürs nächste Schwein. Aber Tiere haben wir hier legit noch gar keine gesehen, ne? Nur im verkohlten Schwein. Ist das eine Gesetzmäßigkeit? Wo welches Tier sich befindet?
Fragezeichen. Auf zu. Fragezeichen. Auf. Hallo. Ja, ich fühle mich. Mollys sind natürlich auch immer gut. Die werden wir auch für die nächste Residenz. Die Horde benutzen wollen, die Mollys. Aber erstmal fühle ich mich ein bisschen wohler, wenn wir so ein, zwei. Stellt sich die Frage, sollen wir den Grill kaufen? Ist das relevant? Das ist wichtig. Haben wir es da eilig mit? Ich glaube eigentlich nicht. Trinken. Halt dein Maul. Trinken sind wir erstmal okay. Dann können wir auch verkohltes Fleisch einfach essen. Oh, kein Grillfleisch. Und ich glaube, Bacon in Eggs macht man sowieso. Bacon. Bacon mit Eiern macht man, glaube ich, sowieso. Steht hier nicht bei. Macht man, glaube ich, sowieso im Topf und nicht auf dem Grill. Was ich zuerst nicht verstanden habe, aber dann ist mir eingefallen, dass wenn man Eier auf. Wenn man ein Ei aufschlägt und aufs Grillrost wirft, dann hat man nicht mehr viel Ei übrig. Das heißt, das ist im Topf doch wahrscheinlich besser. Und Speck wird wahrscheinlich auch knuspriger, wenn es, wenn, also, wenn du Speck in so eine Pfanne wirfst, dann kommt ja da Fett raus. Und wenn du Speck auf so einen Grillrost wirfst, dann fällt das Fett runter ins Feuer und ist weg. Wenn du das aber im Kochtopf machst, dann ist das Fett ja da und dann wird's brutzelig. Also dann bleibt's, glaube ich, dann bleibt der Speck saftiger. Der wird, glaube ich, trockener auf so einem Grillrost. Aber natürlich auch fettiger. Da muss man natürlich auch aufpassen. Aber das ist ja hier die Apokalypse. Ist ja jetzt nicht so, dass wir hier auf Diät sind. Wir wollen ja fettige Sachen. Wir wollen ja Sachen, die kalorienmäßig hochwertig sind für uns. Wir wollen uns ja möglichst effizient ernähren. Gefällt mir eigentlich gar nicht schlecht. Oh, da müssen wir kurz Mathe machen, ob sich das ausgeht hier. Also. 3. Und dann. Oh, da steht so ein Busch. 3. Hier. Ja, geht sich aus. Nehmen wir so, der Igel wohnt jetzt hier. Zack, 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 zack. Gut. Wir brauchen noch mehr Holz. Oh, jetzt ist gleich nachts. Das lassen wir hier stehen. Höme. Das ist jetzt unser Zuhause. Also jetzt noch nicht. Jetzt gehen wir erstmal wieder nach Hause ins Diner. Aber denn dann? Ich denke tatsächlich. Ja, wir müssen mal nochmal. Wir gehen. Ja. Das ist immer so schwer abzuwägen. Eigentlich will ich weiter questen, dringend. Weil wenn man die Stufe 1 Quest fertig hat, gibt es ja den guten alten Fahrrad. Das ist natürlich eine Sache, die wir dringend haben wollen. Andererseits ist nun auch gleich schon Tag 3, nicht? Das ist nicht mehr viel Zeit. Nicht mehr viel Zeit. Und dann kommt auch schon die Horde. Ja gut, eigentlich ist noch ein bisschen Zeit. Aber wir haben ein bisschen was an Holz zu sammeln und auch an Cobblestone zu produzieren. Kann ich eigentlich von Hand Cobble machen oder brauche ich da eine Schmiede für? Kann ich von Hand machen, gut. Gut, aber auch dafür müssen wir nochmal Steine klopfen. Und Steine klopfen mit der Steinaxt ist jetzt auch nicht die schnellste, effizienteste Tätigkeit, die man so unternehmen kann. Denk nach, Finn. Denk nach. Mach mal's. Ach, jetzt habe ich auch nur eine andere Sache. Ich hab mir ja was ausgedacht, wie ich das bauen möchte. Aber jetzt fällt mir ein, dass es einen erheblichen Denkfehler hat. Rein von Zombie. Bewegungsmöglichkeiten her.
Könnt ihr dann einfach zu mir kommen, wenn ich das so baue, wie ich mir es ausgedacht habe. Na gut, über diese Brücke gehen wir, wenn wir da angekommen sind, habe ich mir überlegt. Habe ich mir überlegt. In Hocken für die Nacht. Für die Nacht. Problemst du nie? Dann können wir auch schon mal einen Holzblock bauen. Den werden wir auch brauchen. Holzklotz, Entschuldigung. Wo stehen wir denn? Jetzt haben wir schon. Ich habe gar nicht aufgepasst, habe nicht mitgezählt. Arbeitsstation 5. Wir können schon die Schmiede bauen. Aber wir haben noch nicht mal ein Zuhause für die Schmiede. Aber ist ja egal. Schmiede haben ist besser als brauchen. Ihr kennt's. Holzklotz, Leder, Klebeband, kurzes Eisenrohr. Das muss doch möglich sein. Klebeband, kurzes Eisenrohr. GG. G. Fucking G. Zack. Tag 3, Schmiede am Stissel. Sehr, sehr gut. Und dann können wir ja in der Theorie auch sogar schon. Fragezeichen. Können wir schon den Grill einfach machen? Den Kochgrill? Da brauchen wir was. Koch. Grill. Eisen, Lehm. In der Schmiede. Ich glaube, das geht. Ich glaube, das geht. Aber bauen wir hier natürlich nicht auf. Bauen wir gleich vor allem. In der nächsten Folge, meine Lieben. Drüben in unserem neuen Haus essen wir noch so ein verkohltes Ding und trinken noch so einen Tee. Was haben wir es denn? Ja, viel. Also ich würde gerne so um 30 Minuten landen mit den Folgen. Da sind wir jetzt etwas drunter, dann können wir jetzt noch unseren Punkt verteilen, den wir haben. Frage ist, vom Landleben brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht. Schmerztoleranz? Weiß ich nicht. Funktioniert eigentlich gerade ganz gut mit Hauen, ne? Ausdauertraining? Sprinten, weiß ich nicht. Ich sprinte schon viel, aber ich glaube, wir gehen in die Standhaftigkeit direkt rein. Mit meinen Fäusten und Maschinengewehren eine Chance von 10%, mein Ziel zu zergliedern. Wir gehen hier weiter in Standhaftigkeit, damit wir mehr Raufbolz gehen können. Ich glaube, das ist, was wir möchten. Ab wann können wir das hier skillen? 4. Wir brauchen Level 3 für den nächsten hier, ne? Genau, das heißt, der nächste Punkt geht hier auch nochmal hier rein. Der übernächste dann hier. Auch das hier direkt weiter skillen. Weil da wollen wir natürlich auch verhältnismäßig zügig hin. Maschinengewehre. Wir könnten uns jetzt schon Orangenes bauen, aber einen Punkt weiter können wir noch ein Gelbes. Was kostet es denn zu bauen? Selbst gebautes Maschinengewehr. Maschinengewehr. Eisenrohrkleber, Holz. Da sage ich jetzt wieder, wisst ihr, so ein bisschen Eisen, ein bisschen Lederlappen, gönne ich mir die besseren Handschuhe. Aber drei Kleber ist mir zu teuer. Dafür, dass mir nur noch ein Buch fehlt. Für die nächste Stufe. Haben wir eigentlich Schla. Nee, wie heißt es denn? Ledervico. Handwicklung. Ha, Schla, Schla, Deutschland. Handwicklung. Hier sind wir immer noch nur bei 2. Okay. Dann gucken wir hier. Bergarbeiterhandschuhe. Bikerhandschuhe. Kommandohandschuhe. Nerdhandschuhe. Nomadenhandschuhe. Plünderer, Ranger, Räuber. Können wir das hier sehen? Schädlinge zu töten. Indem der Gewehrschaden erhöht wird. Gut, sind wir nicht? Räuber. Erhöhen den Nahkampfschaden. Ja, sind wir. Bessere Beute zu finden. Sind wir auch. Isolieren dich vor Strahlung und verbessern Schlösser knacken. Okay, auch interessant. Elementen. Füge mit Schlagstöcken mehr Schaden zu. Sind wir nicht. Jetzt sind wir nicht. Was? Bergarbeiter. Klar, füge mit Spitzhacken mehr Schaden zu. Ah, auch cool. Schlagkraft lassen dich böse aussehen. Erhöhen den Nahkampfschaden. Ich glaube, das sind wir. Kommandohandschuhe. Also mit allen Fernkampfwaffen mehr Schaden. Auch interessant. Auch interessant. Armor Crafting Kit und Leder. 11 Punkte in Rüstung. 11 Punkte in Rüstung.
Alles mit Level 11, okay. Das Rüstungsding haben die halt komplett umgebaut, auch jetzt zur 1.0, ne? Da habe ich überhaupt keine Ahnung von, deswegen erkunden wir das hier einfach an der Stelle mal ein bisschen. Leder und Eisen, ach guck mal, das sind verschiedene. Enforcer-Outfit, Athletik-Outfit, Rogue-Outfit, ist noch nicht übersetzt, Preacher-Outfit, Lumberjack-Outfit. Hier haben wir dann Farmer, Biker, Plünderer, Ranger, Kommando, Assassin. Assassin. Arbeiter, Nomade, Nerd, Räuber. So, das wird dann alles mit 11 direkt freigeschaltet. Auch interessant. Ach, und man braucht das Armor-Kit, ne? Woraus macht man das denn? Armor-Crafting-Kit. Armor-Crafting-Kit. Armor-Parts, klar, war zu erwarten. Nähset und Klebeband. Armor-Parts, Nähset, Klebeband. Armor-Parts haben wir einmal. Müssen wir uns entscheiden, was wir wollen für ein Stat, ne? Ich glaube, Markham ist erstmal geil. Na gut, aber meine Lieben, beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play 7 Days to Die. Ich bedanke mich fürs Zugesehen haben. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und sage Tschüssli Müsli.